Die amerikanische Luftfahrtsbehörde, die hat ein ziemlich einzigartiges Gerät zum Windschutzschieben von Flugzeugen zu testen. Das ist so eine Art Kanone, wo tote Hühner auf die Windschutzscheibe von Flugzeugen spickt oder abschießt, ungefähr mit der Geschwindigkeit, wo das Flugzeug fliegt. Und die Idee dahinter ist, wenn die Windschutzscheibe nicht durch so ein totes Tier kaputt geht, dann würde es auch in einer Kollision mit einem Vogel, ein bisschen später in der Luft, würde die Windschutzscheibe dann mal standhalten können. So, jetzt hat es eine britische Firma gegeben, die sind sehr daran interessiert gewesen an diesem Testgerät. Sie sind darum interessiert gewesen, weil sie einen Hochgeschwindigkeitszug entwickelt haben und sie wollten schauen, ob die Windschutzscheibe von diesem Hochgeschwindigkeitszug eben den wirklich auch hat. Sie haben es bei der Luftfahrtsbehörde angeklopft, haben das Gerät auslehnen können. Sie haben die Kanone mit einem Hühnchen geladen und haben es abgeschossen. Jetzt, das ballistische Hühnchen hat die Windschutzscheibe zerschlagen. Sie hat ein Armaturenbrett von diesem Hochgeschwindigkeitszug zerstört, ist durch einen Stuhl in der Führerkabine gegangen und hat sich so in die Rückwand von einer Motorenkabine so richtig reingedrückt. Die Briten waren sehr erstaunt über das Resultat von diesem Test und haben die amerikanische Luftfahrtsbehörde bitten darum, dass sie doch bitte würden überprüfen, ob das alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist, um den Test überprüfen, ob alles korrekt gelaufen ist. Die Amerikaner haben den Test überprüft, haben alles gecheckt, ob der Test sorgfältig gemacht wurde und haben ihnen die Rückmeldung gegeben, das nächste Mal bitte brauchen ein auftautes Hühnchen. Ich habe den Wortgehalt von dieser Geschichte nicht wirklich überprüfen, aber was sehr wahr ist, dass wir in unserer Gottesdienstreihe sind, Schein oder Sein. Und heute kommen wir zum zweiten Teil vom zweiten Kapitel. Und in dem zweiten Teil vom zweiten Kapitel, das ihr vorher gehört habt, das vorgelesen worden ist, dort geht es um eine Art Test, wie dass wir herausfinden können, ob unsere Glaubenswindschutzscheibe hat. Ob unser Glaube echt ist. Ob unser Glaube sein ist. Also, ob unser Glaube sein ist. Oder ob er Schein ist. Jakobus fährt das Ganze an einem anderen Punkt an. Er fährt bei einer Frage an, wo recht entscheidend ist, wie man sich mit Glauben auseinandersetzt. Und zwar, was ist entscheidend, dass ich bei Gott sein kann? Dass er mich annimmt, dass ich bei ihm in die Nähe komme, und zwar jetzt, gerade im jetzigen Zeitpunkt, aber auch in alle Ewigkeit. Auf was schaut Gott? Was ist wichtig? Ist es mein innerer Glaube? Oder ist es mein gelebt Glaube? Sind meine inneren Überzeugungen? Ist es mein Herz? Schaut Gott mein Herz an? Oder sind es meine Taten? Oh, leck, das ist ganz schief gekommen. Das ist eine Hand, gell? So. Den Livestream haben wir noch nicht im Bild. Super. Hey, das ist jetzt, es ist schwierig, gleichzeitig zu reden und zu zeichnen. Also, auf was kommt es drauf an? Ist es, jetzt lacht er immer, wenn er das Bild, ich muss es nachher so wegstellen. Aber jetzt noch schnell. Was ist entscheidend? Dass ich in der Nähe von Gott sein kann, ist es mein Herz, sind es meine inneren Überzeugungen? Oder ist es so, wie ich den Glauben lebe im Alltag? Mensch. Das schießt mich schon ein bisschen an. Und er gibt auch gerade eine Antwort auf die Frage. Ist es Glauben oder sind es die Werke? Er sagt im Vers 24, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein, der reicht nicht. Also er sagt, es muss praktisch sein. Ja, aber
wirst du jetzt vielleicht denken, ja, aber da gibt es doch andere Stellen in der Bibel, die gerade das Gegenteil sagen. Und ich meine, das ist tatsächlich so. Der Paulus, der schreibt zum Beispiel der Römer im Brief, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen, mein Herz auf Jesus Christus setze. Wow. Das sind aber zwei recht verschiedene Stellen, oder? Die Frage ist jetzt, was zählt? Wer hat recht? Sind es Taten? Ist es meine Hand? Oder ist es mein Herz? Was ist es? Dass wir die beiden Stellen gut einordnen können, ist wichtig, dass wir ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Im Alten Testament wird beschrieben, dass der Glaube immer etwas Ganzes ist. Es ist mein Herz, mein innerer Mensch und gleichzeitig aber auch meine Hände, wie ich den Glauben in meinem Alltag lebe, wie ich es umsetze. Es ist eine Einheit. Jetzt in der Zeit vom Alten Testament, wenn wir in die Bibel lesen, merken wir, dass immer mehr im Verlauf der Zeit Menschen beschrieben werden, die sich sehr gut verhalten haben, die saubere Hände hatten, die in einen Gottesdienst gegangen sind, die gebetet haben, die sogar geopfert haben. Aber sie haben das einfach gemacht aus einer Routine heraus. Sie haben es einfach gemacht, weil man es halt macht. Und da sind Propheten aufgestanden und haben gesagt, hey Freunde, das kann es nicht sein. Es geht um viel mehr, als einfach, dass wir uns korrekt verhalten. Es geht um viel mehr, als dass wir uns richtig verhalten, dass wir gute Taten aneinander reihen. Es geht ums Herz. Das Herz ist das, was euch fehlt. Zum Beispiel im Hosea 6. Er hat den Hosea stellvertretend für Gott. Er sagt dort, Treue will ich und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Also euch ein Herz wette, dass ihr euch ein Herz an mich hängt und nicht, dass ihr irgendwie ein Tier metzget. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Und die, die im Hebräischen ein bisschen draus kommen oder im Alten Testament, die wissen, das Wort erkennen ist ganz starke Beziehungssache. Also, euer Herz, das ist das, was fehlt. Und genau in die gleiche Kerbe wie da der Hosea, schlägt nachher später Jesus und auch der Paulus, der sagt, und gerade die Stelle, wo wir vorher gelesen haben, hey, es ist Vertrauen. Euer Herz, das ist das, was fehlt. Ihr müsst dort weiterkommen. Was für Leute sind das gewesen, die der Hosea da zu ihnen geredet hat? Und Jesus und der Paulus. Wem hat das geholt? Das sind das Trümmer gewesen. Zur Zeit von Jesus, die geherrscht haben? Sind es die Ausländer gewesen? Nein. Es sind gläubige Juden gewesen, die sich in diesem Bereich sehr gut verhalten haben und ein tadelloses Leben geführt haben. Wo die Oma über die Strasse geholfen haben. Wo den Kehricht getrennt haben. Von mir aus wie Gottesdienst gegangen sind. Die haben ein super Leben gehabt. Von aussen her. Aber gleich sagt Jesus, sagt der Paulus, es reicht nicht. Euer Herz ist nicht dort, wo es hergehört. Ihr macht einfach gewisse Rituale, weil ihr sie macht, aber euer Herz ist nicht dabei und das zählt nicht. So, das ist das, was der Paulus, was Jesus, was der Hosea erzählt hat. Jetzt scheint es so, dass sich die Botschaft ausbreitet hat, dass Leute das gemerkt haben, ah, mein Herz ist entscheidend, dass ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze, dass ich ganz auf ihn, mit ihm rechne. Und da gibt es aber solche gegeben, die das irgendwo verkehrt verstanden haben. Die gesagt haben, okay, ich verstehe, was es geht, Herz ist gut, und Taten sind schlecht. Leute, die gesagt haben, okay, ich verstehe es. Es geht um den Glauben. Es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie mein Alltag aussieht, wie ich mich verhalte. Ich kann tun und lassen, was ich will. Entscheidend ist, dass ich irgendein Ja gesagt habe zu Jesus, dass ich in Beziehung eingegangen bin. Aber wie es in meinem Alltag aussieht, das spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Es hat sogar Leute gegeben, die noch weitergegangen sind, die gesagt haben, okay,
wenn ich mich in diesem Bereich verhalte, wenn ich mich falsch verhalte, dann sagt mir Sünde, wenn ich falsche Taten habe. Das ist ja die Botschaft vom Evangelium, dass Gott mir der gnädig ist, dass Jesus vergibt. So, jetzt wenn ich Sünde habe und Jesus mir der vergibt, dann wird ja der Name von Jesus gross gemacht. Er wird verherrlicht durch das. Also, nehmen wir es doch mal logisch. Wenn ich viel sündige, wird Jesus gemacht. Also Freunde, sündigen wir doch einfach richtig viel. Dann wird Gott mir viel vergeben, wird Gott uns viel vergeben und dann wird Gott den Namen von Gott gross gemacht. Effektiv hat es Leute gegeben, die das so gesagt haben. Und genau das ist der Punkt, wo jetzt der Jakobus kommt und sagt, Moment mal, die haben es extrem verkehrt verstanden. Es ist komplett falsch. Taten gehören zum Glauben dazu. Es gibt nicht irgendwie etwas losgelöst. Da gibt es nicht Glauben auf die eine Seite und da das andere. Es ist ein Päckchen, es gehört alles zusammen. Die können das nicht so einfach trennen. Und das ist genau der Grund, warum das der Jakobus, einer der Gründe, warum das der Jakobus seinen Brief geschrieben hat. Er hat den Brief geschrieben, um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken. Von Leuten, die gesagt haben, es spielt überhaupt keine Rolle. Einfach das Herz ist das Wichtigste. Er hat es von mir aus im Herz, sondern es ist immer zmitzt im Alltag. Man kann das nicht direkt voneinander trennen. Das eine gehört zum anderen zusammen. Der Blondin ist ein bekannter französischer Hochseilkünstler, Hochseilartist. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und er ist darum berühmt worden, weil er den Niagara-Fall mehrmals überquert hat. Und an einem von diesen Tagen, wo so eine Überquerung angestanden ist, ist er so auf Seil gestanden und hat schon losmarschieren wollen, hat sich dann aber nochmal umgedreht zu seinen Leuten, die ihn beobachtet haben, zu seinen Zuschauern, und hat zu ihnen abgerufen, hey, glaubt ihr, dass ich zu Fuß über das Seil reinlaufen kann und gleichzeitig eine Garrette stossen kann, einen Schubkarren, ja? Die Leute haben laut geklatscht, weil sie glaubt haben, ja, der schafft das, locker schafft er das, haben laut geklatscht, Beifall gestürmt, Beifall bekundet. Und der Blondin hat wieder runtergeschaut und gesagt, glaubt ihr, dass ich nicht nur mit der Garrette über ein Seil gehen kann, sondern dass gleichzeitig noch jemand drin sitzen kann? Und die Leute haben wieder geklatscht und haben gesagt, ja, wir glauben das, du schaffst das. Dann hat der Blondin auf einen von den ersten Leuten, der am lautesten geklatscht hat, gezeigt und hat gesagt, okay, du sitzt heute rein in die Garrette. Die Person ist, was gibst, was hast du vorgesprungen? Genau das ist das, was die Leute zur Zeit von Jakobus gemacht haben. Sie haben geglaubt. Aus der Ferne. Sie haben geklatscht. Mit einer schönen Distanz. Aber dort, wo Gott gesagt hat, hey, du sitzt in meine Garrette nie. Dort sind sie, was hast du vorgesprungen? Dort, wo es darum gegangen ist, ihren Glauben konkret sich dazu zu stellen mit Taten, sind sie davon gehöselt. Und genau das sagt Jakobus, das zählt nicht. Glauben ist nur dann komplett, wenn du mit Taten auch zeigst, was du glaubst. Wenn Taten folgen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das bei dir und bei mir aus? Applaudierst du aus der Ferne raus, nickst, sagst, ja, ich glaube. Aber wenn es dir drauf und dran ist, dann bist du der, der Schwanz einzieht und davon häselt. Oder bist du einer, der in die Garrette hineinsetzt von Gott? Jakobus sagt, das kannst du testen. Es gibt einen ganz einfachen Test. Und er gibt uns so drei Tests, wie du herausfinden kannst, ob du eben so in dieser Garrette von Gott drin sitzt oder ob du der bist, der einfach klatscht, aber eigentlich den Schwanz einzieht. Ein Test, drei Tests, redet Jakobus hier, die dir zeigen, ob deine Glaubenswindschutzscheibe hat oder eben doch alles nur Schein ist.
Der erste Test, den Jakobus hier erwähnt in diesen Vers, ist der Bruder oder Schwester in Not-Test. Und die Frage, die dort ist, ist, wie gehst du mit Not von anderen Leuten um? Es ist ein ganz konkretes Testszenario, das Jakobus hier aufstellt. Und die Situation ist die, du sollst ein bisschen eigenes Wort formulieren, wenn irgendjemand kommt, ein Bruder, eine Schwester, in deiner Tür innen steht und du siehst, die ist total, die hat schon lange nicht mehr zu essen gehabt. Total ausgemerkelt, nur noch Lümpen als Kleider angelegt. Und du sagst, ey, super cool, dass du da bist, mein guter Freund. Ich wünsche dir im Fall einen super schönen Sonntag, Püti Gott geben. Und schau übrigens, solltest du wieder mal einmal etwas essen. Aber eben, schönen Sonntag, tschüss, und machst die Tür zu. Jakobus sagt, wenn du das machst, wenn du merkst, dass dein Bruder leidet und du machst nichts, du tust ihn einfach mit ein paar billigen Worten abspeisen, dann kannst du wissen, dass du vom Holz weg bist. Der Test ist, wie gehst du mit anderen in deinem Umfeld um, die Not haben. Und natürlich, in unserer Situation in der Schweiz hat selten jemand Hunger. Es hat selten jemand nicht wirklich Kleider. Aber gleich, Notsituationen gibt es viel. Die Frage ist dort vielleicht eher, wie gehst du mit Leuten um, die Not haben, zum Beispiel wegen ihrer Gesundheit? Oder weil sie sich allein fühlen, weil sie einsam sind? Oder weil sie Not leiden, weil sie überfordert sind? Wie gehst du mit solchen Leuten um in deinem Umfeld? Mit Leuten, wo du nichts davon hast, wenn du ihnen hilfst. Wo dir nichts bringen, wo es dir keinen Profit gibt, wo du für dich selber nichts kannst profitieren, wenn du ihnen hilfst. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Begegnest du ihnen ganz praktisch? Sind es Taten von der Liebe, wo du denen entgegenstreckst? Oder speisest du sie einfach ab und sagst, schönen Sonntag, salut. Das ist der erste Test, der dir einen ganz guten Anhaltspunkt gibt, ob dein Glaube eine Einheit ist. Ob das, was in deinem Herz ist, auch das ist, was du lebst im Alltag. Der Jakobus hat noch einen zweiten Test, den Abraham-Test. Dort ist die Frage, vertraust du Gott? Lässt du los, wenn er dich dazu herausfordert? Beim Abraham war es so, Gott hat ihn herausgefordert, ihm zu vertrauen. Und zwar ganz konkret zu vertrauen. Sehr praktisch zu vertrauen, das ganz direkt zu zeigen, dass er sich selber hätte in die Garette von Gott einsetzen müssen, indem er seinen Sohn zu diesem Opferaltar geführt hat. Und als kleine Klammerbemerkung, ich finde die Geschichte recht schräg. Ich finde die Geschichte immer, wenn ich sie lese, denke ich, das ist schon ganz verrückt, was da Gott gemacht hat. Und sie macht schwer Sinn, wenn ich die Geschichte nicht aus der Perspektive von Jesus und vom Neuen Testament lese. Noch als Klammern. Der Test darin ist, wenn Gott dich herausfordert, ihm ganz sichtbar zu vertrauen, lässt du den vermeintlichen Sicherheiten los. In der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen von einem Mann, der in den Bergen am Wandern war. Er ist plötzlich ausgerutscht, ist ein steiler Abhang dort abgerutscht und im letzten Moment, bevor es so richtig das Loch abgegangen ist, hat er es noch geschafft, sich an einem Ast festzuheben. Als er runtergeschaut hat, ist mehrere hundert Meter das Loch senkrecht dort abgegangen und der ist natürlich total in Panik geraten, hat laut aufgeschrien, Hilfe, Hilfe, kann mir irgendjemand helfen? Plötzlich hat er eine laute Stimme von oben runter gehört. Ich bin da und ich werde dich retten, wenn du mir vertraust, hat die Stimme gesagt. Ein Mann hat gemerkt, das ist die Stimme von Gott. Und er hat laut zugerufen, ja sicher, ich vertraue dir, Gott, ich vertraue dir. Wenn du mir vertraust, die Stimme wieder von oben, dann lass den Ast los und ich werde dich retten. Der Mann hat wieder runtergeschaut. Unten ein Tal, ein paar hundert Meter weiter unten.
hat wieder raufgeschaut und hat gesagt, hey, ist da sonst noch irgendjemand? Manchmal ist es effektiv so, dass Gott uns genauso führt. Dass Gott uns führt, um den Ast loszulassen. Oder um in der Geschichte von Abraham zu bleiben. Dass Gott uns zu dem Opferaltar herführt. Und wir haben keine Ahnung, was rauskommt. Wir haben keine Ahnung, was am Schluss unter dem Strich bleibt. Wie Gott uns führt, ob wir nicht hier 100 Meter das Loch runtersedern. Aber Gott fordert uns raus, lass los. Vor ein paar Jahren haben Barbara und ich eine Jugendkleingruppe geleitet und die ist bei uns daheim, hat die stattgefunden. Das Problem war, dass unter uns unsere Vermieter gewohnt haben. Und das Problem war, die Vermieter die haben nicht gern Besuch gehabt. Und die haben auch nicht gern gehabt, wenn wir Besuch haben. Jetzt so eine Jugendkleingruppe, wo sich junge Leute treffen, das lässt sich nicht das kann man nicht übereinstimmen. Das funktioniert nicht. Man muss Besuch haben, um eine Jugendkleingruppe können durchführen. Und wir haben gewusst, wenn wir unsere Kleingruppe weiter werden machen, dann werden wir massive Probleme haben mit unseren Vermietern. Wir haben aber gleichzeitig auch gewusst, dass wir nicht einfach so die Gruppe nicht mehr weitermachen. Und es ist wirklich gerade so, es sind etwa ein oder zwei Tage noch gewesen, bis Kündigungstermin ist, so die regulären Kündigungstermine. Und Barbara und ich, wir haben beide gewusst, von Gott her gewusst, wir müssen die Wohnung künden. Das Problem von uns war, wir haben keine Ahnung gehabt, wo wir sonst nachher leben sollen. Es war nicht so, dass wir verschiedenste Optionen hatten und gewusst haben, dort können wir her, dort können wir her. Wir haben nichts gewusst. Und gleich haben wir gewusst, Gott will von uns, dass wir künden. Und wir haben die Kündigung runtergelassen. Im Wissen darum, wir lassen den Ast los. Und was nachher passiert ist, ist so unglaublich. Wie Gott uns geführt hat, was Gott uns für Türen aufgemacht hat. Aber wir hätten das nicht erlebt, wenn wir nicht den Ast losgelassen haben. Das ist der zweite Test. Wenn du merkst, Gott führt dich in eine Richtung, bist du bereit, loszulassen. Wie gehst du mit so einer Abraham-Situation um, wenn du realisierst, dass Gott dich in eine Richtung führt? Hast du den Mut, Bekanntes und Vertrautes loszulassen und zu sagen, Gott, jetzt musst du mich einfach auffangen. Und verstehe mich richtig, es geht nicht darum, dass du irgendwo wagemutig auf einen Felsen raufkletterst, ich meine, es ist jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, auf einen Felsen raufkletterst und dann einfach mal runtergumpst und schaust, ob dich Gott auffängt. Es geht nicht darum, dass du solche Risikosituationen suchen musst. Es geht darum, wenn du von Gott merkst, und Gott kann dir das sagen, dass er dich herausfordert, so einen Ast loszulassen, bist du dann bereit, wirklich loszulassen. Das ist der Abraham-Test. Vertraust du Gott, wenn Gott dich dazu herausfordert? Und der letzte Test, das ist so ganz gendergerecht, ein Mann und eine Frau, das hat scheinbar schon der Jakobus so ernst genommen, das ist der Rahab-Test. Die Rahab war ja eine Prostituierte in Kanaan und die Rahab, die ist gläubig geworden. Vermutlich hat sie gehört, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Vermutlich hat sie mitbekommen, was verwundert der Gott macht und das hat sie überzeugt, das hat sie so überzogen, dass sie den Götter, den kanonaischen Götter, den rückgekehrt hat und sich Gott ganz zugewendet hat. Und jetzt kommen die Kundschafter vom Volk Israel bei ihr vorbei und sie entscheidet sich, den beiden Kundschaftern zu helfen, sie zu verstecken. Sie hat genau gewusst, wenn das rauskommt, was sie hier machen, dass ich fremde Spione unterstütze, der ist vorbei mit meinem Leben. Die hat genau gewusst, wenn die jetzt meine Nationsgenossen, wenn die meine Wohnung durchsuchen und die merken, dass ich zwei Spione schütze, dann werde ich zur Verräterin, dann werde ich als Verräterin entlarvt. Und in dieser Zeit ist man nicht unsimpel umgegangen mit Verrätern. Die hat genau gewusst, der werde ich zu Tod verurteilen. Aber ihr Glaube war grösser als ihre Angst.
ihren Glauben, mit ihrem Glauben uns sie durch die Angst durch, dass sie auch mit dem Leben zahlen können. Das ist der letzte Test, wie wir können merken, wie du kannst merken, dass sich dein Glaube in eine gute Richtung entwickelt. Wenn du nämlich Angst in deinem Leben nicht einfach auf die Seite drückst, sondern wenn du mit Gott zusammen durch Angstsituationen durchgehst. Vor einer Zeit hatte ich bei einer Predigt ein richtiges Blackout. Das war nicht da. Darum habt ihr das wahrscheinlich nicht wirklich so mitbekommen. Ich konnte meine Gedanken nicht mehr richtig bündeln. Jetzt im Nachhinein sage ich, vermutlich war das irgendeine Art Panikattacke. Wenn man das noch nie hatte, ist es schwierig, dass man sich das vorstellen kann. Aber das war ein ganz schwieriger Moment. Ich musste meine Predigt absagen oder abbrechen dort. Und mir war sehr unangenehm. Es ist noch ein bisschen unangenehmer geworden, als ich das nächste Mal gewusst habe, dass ich wieder eine Predigt habe. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ich habe wirklich ein paar Tage vorher habe ich schon richtig wirklich Angst gehabt davor. Dass ich wieder vorstehen muss, ich glaube, da war, dass ich hierher muss vorstehen muss. Und ich habe vor allem Angst gehabt, dass wieder genau die gleiche Situation kommt. Dass ich meine Gedanken nicht fassen kann und dass ich aufhören muss. Und das ist eine extrem unangenehme Situation. Und gleichzeitig habe ich aber gewusst, wenn ich jetzt die Angst lasse, grösser werde und mich dem unterordne, dann ist nicht das, was Gott will. Ich habe gemerkt, in dem Moment, dass Gott will, dass ich mit ihm durch die Angst durchgehe. Und das klingt jetzt relativ einfach, aber es war überhaupt nicht einfach gewesen. Zu sagen, jawohl, ich stelle mich dieser Angst und gegen Gott, du kommst mit. Und es ist übrigens noch heute manchmal so, dass ich mich an die Situation erinnere und dass es eng wird um mich herum. Und ich muss sagen, nein, ich lasse nicht die Angst gewinnen. Gott, du bist stärker als Angst. Ich gehe mit dieser Angst durch. Das ist der dritte Test. Wie gehst du mit Angstsituationen um? Wirfst du dich den mutigen Arme von Gott und sagst, Gott, du und ich, komm, wir gehen hier durch. Oder ziehst du dich zurück und sagst, nein, das mache ich nicht. Ich weiss, für die einen von euch ist, die kennen Angst nur so vom Hören sagen. Sind grundsätzlich nicht ängstliche Leute. Und wenn du zu denen gehörst, dann ist das sicher nicht dein Test. Aber ich weiss auch, es gibt einige Leute unter uns, die wissen, was es bedeutet, Angst zu haben. Angst vor Prüfungen. Angst vor der Zukunft. Angst zu versagen. Ausgelachen zu werden. Ganz konkret Angst vor dem Alltag, vor den Herausforderungen vom Alltag. Angst vor Viren. Und man kann manchmal schon ein bisschen lachen über Leute, die vom Coronavirus Angst haben. Aber weißt du, du kannst nicht wählen, ob du Angst hast. Das Einzige, was du kannst wählen, ist, wie stellst du dich dem gegenüber? Lässt du die Angst gewinnen oder sagst, Gott, du und ich, mir zwei? Und wenn du zu denen gehörst, die inner Angst haben, dann darfst du mutig sein, mit Gott durch solche Ängste durchzugehen. Weil Gott dich nicht allein lässt. Und das ist das vielleicht dein Test. So. Jetzt ziehen wir einen Strich. Wie sieht es bei dir aus? Wie schneidest du ab bei diesen drei Tests? Es ist voll okay, wenn du merkst, dass beim einen oder beim anderen Test noch ein bisschen Luft nach oben hast. Dass du zwar vielleicht in deinem Herz schon weißt, ja, es ist so, aber wenn es darum geht, in die Garette von Gott zu sitzen, dann fällt es dir nicht so einfach. Das ist voll okay, wenn du das realisierst. Das Einzige, was wirklich schade ist, ist, wenn du merkst, dass dein Glaube in deinem Herzen ist, aber vor allem theoretisch ist. Und es ist dir eigentlich gleich, dass es nicht auch Auswirkungen hat auf den Alltag. Das Einzige, was schade ist, wenn du jetzt merkst, ich komme bei diesen Tests, ist leider schlecht ab, aber es ist eigentlich gleich. Das ist schade. Weil Gott liebt es, dich in so eine Garette einzupacken.
und mit dir zusammen über die Niagara-Fälle hineinzuspazieren. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, es ist schon ein herausfordernder Text. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen aufmachst für unser Leben, wo wir theoretisch vielleicht gut unterwegs sind, aber in der Praxis uns wie Mut fehlt oder wir Angst haben, vielleicht auch zu faul sind, zu träge sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, rauszustehen in die Garette mit dir. Dass wir Platz nehmen und ganz konkret auch unseren Glauben in unserem Alltag leben. Dazu stehen. Und ich möchte dich bitten, für uns alle zusammen einfach eine grosse Portion Mut. Und dass wir jeder für sich ganz starke Erlebnisse mit dir machen. Weil wir merken, dort auf dem Seil draussen, dort ist dein Reich und dort bist du der, der die Fäden in den Händen hat. Amen.